Okay, so geht das natürlich nicht. Das kann ich jetzt so nicht auf mir sitzen lassen. Weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. Vielleicht sollte ich da einfach nicht reingehen. Warte einen Moment, Ib, da drüben sind Stufen. Vielleicht sollten wir uns das mal ansehen. Nein. Mist. Dorn blockieren den Weg. Gründlich blockiert. Soll uns das sagen, nicht nach oben zu gehen. Wir müssen da irgendwie durch. Oh je. Ich mit meinem einen Leben. Yay. Was wirst du tun? Das Gemälde abhängen, das Gemälde herunterreißen, das Gemälde verbrennen. Die will mich ja umbringen. Wir werden jetzt das Gemälde verbrennen, oder? Oh Gott, was für eine Entscheidung. Das Gemälde herunterreißen, das Gemälde abhängen. Ich weiß es nicht. Oh nein, ich weiß es nicht. Wir reißen es dramatisch herunter. Es sitzt zu fest im Rahmen. Toll. Dann habe ich aber, glaube ich, nicht viele Chancen, hier lebend rauszukommen. Aber gut, dass, gut, dass ich da gespeichert habe. Jo. Okay. Wenn sie schon so anstapft. Ah! Das Gemälde verbrennen, das Gemälde abhängen. Aber, ja. Es ist zu schwer. Es ist zu schwer. Wir müssen es verbrennen. Ich habe die netten Sachen jetzt alle getestet. Wir werden es verbrennen müssen. Ja, kein Problem. Wehe, unser Feuerzeug ist leer, weil dann sind wir richtig dran. Huch, jetzt habe ich schon wieder einen Dorn gezogen. Die verbrennen, genau. Aber verbrenne ich dann auch nicht die Blonde? Also das Mädchen, die Mary? Ich hoffe nicht. Hier soll keiner drauf gehen. Hm, schnell. Wir haben keine andere Wahl. Ja, stimmt, ich habe es ausprobiert. Bitte, hört auf! Boah. Ah, nein! Ich muss sagen, Mädchen können echt unheimlich sein. Nun, jedenfalls, es wurde weitaus mehr verbrannt, als ich erwartet hätte. Bist du okay? Das Glas ist immerhin zersprungen. Hm, es scheint dir gut zu gehen. Ich bin froh, dass wir beide okay sind. Nun, lass uns weitergehen. Wow, Alter, hier ist gerade einfach mal ein Mädchen verbrannt. Was hat sie denn fallen lassen? Ein Mahlmesser liegt zwischen einem Haufen verbranntem Papier in der Asche. Kommt mir irgendwie bekannt vor, das Mahlmesser. Sie war letzten Endes wirklich kein Mensch. Na gut. Es ist in Kreide geschrieben. Ich mag die Besucher, die kommen, um mit mir zu leben, aber ich will diesen Ort selbst verlassen und draußen leben. Aber solange ich nicht den Platz von jemandem von außerhalb einnehmen kann, kann ich das nicht tun. Will nicht bald jemand kommen?
will nicht bald jemand kommen. Das ist absolut grausam. Eine lächelnde blaue Puppe. Ich hatte genug von diesen Dingern. Fass sie nicht an, Ib. Zurecht. Ein Bild mit Kreide gemalt. Ja, das ist jetzt hier so ihre private Höhle oder was? Eine lächelnde blaue Puppe. Achso. Ups. I. I. Okay. Mary. Das kommt jetzt vielleicht ein wenig spät, aber war es wirklich klug, eines von Guatenas Gemälden zu verbrennen? Wenn es das echte war, dann muss es ein Vermögen wert gewesen sein, oder nicht? Wie ich schon sagte, etwas zu spät. Naja, es hätte uns sonst umgebracht. Ein Stapel Bücher. Sind das Bücher über Süßigkeiten und diese Bilderbücher? Wie man Freunde gewinnt? Freaky. Eine Schaufensterpuppe auf Leinwand. Ein Foto von einer Landschaft. Und an den Rest komme ich leider nicht dran, um das anzuklicken. Ups, so. Ja. Dann wollen wir mal schnell speichern. Ich glaube, es läuft gerade ganz gut für uns. Ach, hier sind wir gelandet, okay. Eieiei. Kein Wasser drin. Wenn ich jetzt einen abkriege, bin ich tot, ne? Ist natürlich auch echt kacke. Ach so, neuen Schlüssel verwenden, ja. Boah, diese Grafik. Ich hätte nie gedacht, dass ich Pixel mal als Upgrade zu irgendwas empfinden würde, weil das war gerade einfach nur Kotz. Boah, es ist dunkel. Pass auf, wo du hintrittst, Ib. Warum? Was soll diese Warnung? Das gefällt mir nicht. Hauptsache, hier komme ich wieder Arme aus der Ecke. Wir switchen mal zwischendurch die Seiten. Kann ich schaden. Und wir laufen in der Mitte. Natürlich. Dieser Ort hier sieht vertraut aus. Absolut. Ist das nicht die Rezeption? Schnell speichern. Draußen ist es stockdunkel. Ihr auch? Hier liegen einige Broschüren. Moment, hier geht's auch noch lang. Hey, wir sind wieder im Ursprungsmuseum. Aber ich weiß noch nicht, ob in unserer Welt. Ah, stockdunkel draußen. Gab's hier nicht auch irgendwo eine Vase? Ich will echt nicht nur mit einem Leben hier rumlaufen. Stillleben auf dem Tisch. Ach, guck mal an, hier war doch vorher ein Bild von einem Mann. Vielleicht war das vorher Gary. So, Circle of Life. Wieder rein. Welt. Bist du einmal drin, gibt es kein Zurück. Deine gesamte Zeit hier wird verloren sein. Willst du immer noch herein? Was? Nein. Du siehst eines der Wörter nicht. Was? Du verstehst eines der Wörter nicht. Was ist das für ein großes Wandgemälde? Erschaffene Welt? Hey! Ist das nicht die echte Galerie? Soll das heißen, wenn wir da reingehen, werden wir zurückkommen? Aber wie sollen wir in ein Gemälde hineinkommen? Flacker, flacker. Was? Ib, schau, der Rahmen. Das ist unsere Chance. Spring! Ja, ich bin wirklich drin. Beeil dich, Ib. Ib? Ib, was ist los? Komm schon! Was? Ib? Hab ich dich endlich gefunden? Wer bist du denn? Meine Güte, ich habe überall nach dir gesucht. Renn doch nicht einfach alleine weg. Dein Vater wartet auch auf dich, hörst du? Lass uns gehen, Ib. Ib, hey, was tust du da? Beeil dich! Und komm her! Ib, wie oft habe ich es dir gesagt? Geh nicht mit Fremden mit. Hey, das ist gar nicht unheimlich, okay? Es wird alles gut sein. Ib, hör auf deine Mutter. Geh nicht mit irgendwelchen Fremden mit.
Willst du deine Mutter und deinen Vater nie mehr wiedersehen? Ip, ich zieh dich rüber. Komm mit mir, nimm meine Hand. Was? Ich hab Stress! Ip? Was wirst du tun? Mit Mutter gehen? Nach Garys Hand greifen. Also hier war mir definitiv zu viel abgespaceter Kram. Das kann nicht real sein, oder? Und die Rezeption sah auch nicht aus wie am Anfang. Also ich gehe jetzt mit Gary. Gehe ich mit Gary? Ich könnte jetzt mit Gary gehen. Ja, ich nehme Garys Hand. Alles klar. Weißt du, ich sehe die da zum ersten Mal. Okay, zum zweiten Mal, aber es war einfach zu strange. Du kannst dich nicht daran erinnern, was du gerade getan hast. Gerade ist gut. Huch, Erleuchtung. Ich entschuldige mich, falls meine Tochter dich stört. Nö, alles gut. Es ist ein Kätzchen. Mami, da ist ein Bild mit einem Kätzchen. Ja, ja. Ich hab's verstanden. Sei still. Ich hab dir doch gesagt, dass du nicht so brüllen sollst. Oh, ich finde das voll gemein, wenn man Kinder mit in eine Galerie nimmt und sich dann darüber aufregt, dass sie sich freuen. Sir Guatena ist wirklich erstaunlich. Ich kann ihm gar nicht genug Respekt zollen. Ach, wenn du noch am Leben wärst, ich wäre mit Freuden dein Lehrling gewesen. Aha, okay, süß. Dieses Regenbogenzeug sieht irgendwie lecker aus. Ich meine, wenn es den Geschmack reinigt, vielleicht ist es irgendeine Art Süßigkeit. Ohohoho, wohl ja. Guatena ist ein obskurer Künstler, weißt du? Wahrscheinlich stellen nur solche kleinen Kunstgalerien wie diese hier seine Werke aus. Es wäre wirklich... Irgendwie ist die Schrift besonders schlimm. Es wäre wirklich toll, wenn mehr Menschen von ihm erfahren würden. Es scheint so, als würde es nur wenige Stücke geben. Gibt es nicht mehr wie diese hier? Ich glaube nicht, dass es möglich wäre, alle hier unterzubringen und noch genug Platz zum Laufen zu haben. Ha, unglaublich, nicht wahr? Dieses Gemälde würde perfekt in unser Wohnzimmer passen. Oh ja, aber sowas kann man sich nur schwer leisten wahrscheinlich. Hm, ja, super. Oder nein, der hat gesagt, ja, superb. Ich bin wirklich eifersüchtig auf Meister Guatenas Genialität. Wahaha. Okay. Ob es diese wunderschöne Frau wirklich gab? Man sagt, Guatena hätte normalerweise nie reale Menschen gemalt. Aber es besteht immer eine Chance, weißt du? Dieses Mädchen könnte irgendwo da draußen sein. Klar. Referenzen, würde ich mal sagen. Diamant. Verstehst dieses Wort nicht? Ha, kennen wir den nicht? Ist er das? Oder ist er das? Was hat das große, was das große Gemälde ist? Wenn du hier bei der Ausstellung meinst, ich denke, es ist das im Erdgeschoss in diesem großen offenen Raum. No comprendo, sorry. Das ist wirklich ein lustiges Sofa. Ich würde mich wirklich gerne mal draufsetzen, aber ich darf wohl nicht. Ach so, das kenne ich schon. Und hier geht's nur zu dem Kind, ne? Erstmal gucke ich... Nee, ich quatsche erstmal ihn an. Erstmal hier. Ich mache mal eben einen neuen Spielstand, just for fun. Spielstand 7. Einen Moment, Fräulein. Du hast nichts hier hinter der Rezeption zu suchen, verstanden? Wow, wow, wow. Vielleicht sollte ich eine Pause machen.
Ich wollte dieses Werk unbedingt mit meinen eigenen Augen sehen. Es ist so anders, als wenn man es in einem Buch sieht. Die Atmosphäre ist so, also einfach wie, weißt du? Ja, versteh dich, keine Sorge. Das ist also dieses Ding, das sie in den ganzen Zeitschriftenanzeigen verwenden. Boah, ich fühle mich, als ob es mich einsaugen würde. Ja, so habe ich mich auch gefühlt. Das ist vielleicht ein großes Kunstwerk. Mann, wenn das Ding echt wäre, ich würde mir ernsthaft in die Hose machen. Klar. Als würde man von der Oberfläche aus tief nach unten in das Meer schauen. Der Tiefen. Eine Welt, die Menschen niemals betreten werden. Um diese Welt zu, entscheide ich mich dazu, sie auf Leinwand zu. Genau, du verstehst einige der Wörter nicht. Ich gehe mal kurz hier runter. Oh. Was gibt es, kleine Lady? Was schaust du dir da an? Was ist das für eine Skulptur? Was ist das für eine Skulptur? Das? Es heißt offenbar Verkörperung des Geistes. Wenn ich mir diese Skulptur so ansehe, fühle ich mich irgendwie voller Kummer. Ich frage mich, weshalb. Oh, es tut mir leid, wenn ich etwas Beunruhigendes gesagt habe. Vergiss, was ich gesagt habe. Tschüss! Da bist du ja, Ib. Oh, hast du dir das hier angesehen? Wow, das ist wirklich großartig. Es repräsentiert das Herz einer Person, vermute ich. Ich frage mich, ob du solch eine wunderschöne Rose in deinem Herzen trägst, Ib. Lass uns mal... Was? Lass uns mal umsehen? Hast du dir schon alles angesehen? Boah, ich habe gerade gedacht, die will jetzt gucken, ob ich ein Herz in der Brust... Also, ne? Gott, gruselig. Hast du dir schon alles angesehen? Ich hoffe, wir finden noch einige Dinge, die dir gefallen werden. Ne, weil das ist nämlich meine Mom. Das andere war spooky. Versteckte Erinnerungen. Tja. Okay. Ich weiß noch nicht, wie ich das finden soll. Ich glaube, ich begebe mich auf Recherche im Internet und werde mal nachgucken, was es noch so für Enden gibt und mich mal so durch diese Wikipedia-Seiten dazu knipsen oder klicken, weil es ist ja doch schon älter, das Game, und hat dementsprechend schon relativ viel Einträge im Internet. Und ja, ich hoffe, es hat euch bis hierhin sehr viel Spaß gemacht und gefallen und dann lasst es mich wissen. Like doch gerne dieses Video oder überhaupt abonniert meinen Kanal, falls ihr mehr solche Sachen sehen möchtet. Ich spiele sowas immer gerne und es kommt in Zukunft auch noch mehr von solchen Games. Und ja, wenn ihr mich unterstützen möchtet, könnt ihr das auf diesem Wege dann natürlich gerne machen. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tüdelü!